Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Lost Winds. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wir stehen hier bei Notea. Und wir wollen jetzt in die Höhle. Wir brauchen auch nicht mit ihm reden. Er sagt uns einfach nur, dass wir in die Höhle sollen. Das hat er beim letzten Mal schon gesagt. Ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ah, hau ab. Schmeiß dich weg. Hehe, kaputt. So, sieht ja schon mal sehr schön hier aus. Tja, ich weiß nicht, was uns da unten erwartet. Ah. Oh nein. Hau ab. Oh, wir haben so eine Statue gefunden. Oh, oh. Ich hätte beinahe Toko erschlagen. Oh, ich habe Toko erschlagen. Und den Gegner auch. Rollt der ganz hin. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was er gemacht hat. Egal. Mit dem Sog kannst du schwere Objekte aufheben und bewegen. Ja, das wissen wir ja. Das ist ja, das haben wir ja auch schon gemacht. Im letzten Part. Und ja, gut. Aber nochmal schön, dass wir es sagen. Wo ist es denn jetzt? Da geht eine Tür auf. Ah, ich wollte den Stein nicht nehmen. Aua! Toko hat sich wehgetan. Toko, das tut mir leid. Ich mag dich trotzdem. Sieh doch nur. Es ist ja unglaublich hier. Sieht aber wirklich unglaublich aus. Was ist das? Meine Güte, ist das Deo? Stimmt. Das sieht aus wie Deo, den wir da im Dorf getroffen haben. Der mit dem weißen langen Bart. Erstaunlich, ganz erstaunlich. Hier steht, dieser Ort heiße die Kammer der Erinnerungen. Warum versteckt jemand einen Ort wie diesen tief unter der Erde? Welche Erinnerung das auch sein mag, sie muss wohl sehr wichtig sein. Sehen wir uns um, Toko. Vielleicht finden wir heraus, was das hier ist. Okay. Wir machen mal hier das Feuer an. Was kommt da raus? Also, ich frage mich, was in der Truhe ist. Ja, das fragen wir uns, glaube ich, alle. Halten. Oh, Moment. Was ist da drin? Wie seltsam. Ich erinnere mich. Plötzlich ergibt alles wieder einen Sinn. Das übrigens ist Deo, der da in der Höhle war, als ja diese Statue, die da stand, das ist er. Er erinnert sich auf einmal. Gehen wir zu Deo. Vielleicht kann er erklären, was das alles bedeutet. Ich glaube, Deo kann sich an etwas erinnern. Als wir diese Truhe aufgemacht haben. Es ist ja auch eine Kammer der Erinnerung. Okay. Ich guck nochmal, ob hier irgendwas ist. Hier ist eine Eule. Für mich ist es eine Eule. Oh, ich fackel hier alles ab. Ah, ich brenne. Sagt er noch was anderes? Ich werde noch bleiben. Hier gibt es so vieles zu entdecken. Ich will auch gucken. Brenne! Brenne, mein Freund, nein. Wir laufen los. Wir sperren ihn ein. So, wir gehen wieder zurück ins Dorf zu Deo. Hau ab. Ah! Oh, ich kann ja auch springen. Hoch mit dir. Voll cool. Boing. Boing. Voll cool. Hau ab. Ah! Toko, lauf! Lauf, Toko! Dann müssen wir in unser Dorf zurück. Wir wollen mit Deo reden. Jetzt muss ich da wieder hochkommen, ne? Na. Nee. So, wir laufen wieder zurück. Ja, es speichert. Das ist nett. Das ist immer gut. Ich muss mal überlegen, wo der stand.
Ich glaube hier lang. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Oh nein, ich laufe woanders hin, oder? Nee, dann müssen wir erst nach oben. Da nach oben. Ich mache mal ein bisschen Wind. Ja, so gut. Hui. Ein weiter Weg zum Laufen. Diesen Pilz. Ja. Gut, hier hoch. Also wir müssen auf jeden Fall nach links, das weiß ich. Außer er steht jetzt woanders. Oh nein. Und dann bin ich schon wieder falsch. So, na gut, dann müssen wir noch mal woanders hin. Muss ja eben gucken, wo wir sind. Okay, dann muss ich wohl doch da durch. Meine dadurch. Entschuldigung, ich muss mich einmal orientieren wieder. So, jetzt aber. Wir gehen jetzt einfach hier durch. Dann war ich ja schon richtig eigentlich. Stimmt ja, hier ist ja auch das Dorf. Genau, wir müssen weiter nach vorne laufen. Okay, noch weiter nach links und dann sind wir gleich bei Deo. Finden es witzig. Genau, hier vorne war er gleich. Da. Da ist er. Dann erzähl mal. Deo, hörst du mich? Er hört den kleinen Geist nicht. Er kann Enril nicht verstehen anscheinend. Oh, Toku, es klappt nicht. Wir müssen noch mal... Enril, du lebst? Den Alten sei Dank. Wir haben Schlimmes befürchtet bei Balasars Ausbruch. Okay, er kann sich an Enril erinnern und er hört ihn auch. Gott sei Dank. Ich dachte, wir müssen wieder zurück oder so. Jetzt kannst du mich hören. Wie schön. Sag, alter Freund, was ist mit Mistralis geschehen? Wo sind die anderen Geister? Du kehrst in schwere Zeiten zurück. Enril, lass die erklären. Als der Geisterstein zerbarst, erkannten wir anderen Geister die große Bedrohung durch Balasars neue Macht. Wir hatten keine andere Wahl, als uns im Volk von Mistralis zu verstecken. Ich versteckte meinen Geist an einem Ort, von dem ich hoffte, dass ihn keiner findet außer mir. Und zur Sicherheit habe ich meine Erinnerung daran in vier geweihten Truhen versiegelt, wovon wir übrigens eine schon gefunden haben. Du hast die erste Truhe gefunden und deshalb weiß ich jetzt wieder, wer ich bin. Aber wir brauchen die restlichen drei, denn sonst bin ich nicht stark genug, um dir zu helfen, Enril. Wirst du mich zu den Truhen führen? Ach, liebe Freundin, da muss ich leider passen. Enril ist eine Frau? Also ein weiblicher Geist? Ich dachte, es wäre ein Mann. Also ein männlicher Geist. Enril hört sich so männlich an. Eine der Truhen ist im alten Bergwerk versteckt, dessen Eingang in einer Höhle im Westen liegt.
Ich würde euch ja selbst hinbringen, aber meine alten Knochen sind zu morsch für solche Klettertouren. Toku, weißt du noch, wo du mich gefunden hast? Dort gab es einen Zugang zum Bergwerk. Ich weiß nicht mehr, wo ich dich gefunden habe. Ich kann mich noch nicht erinnern, wo die restlichen zwei Truhen sind, aber vielleicht schon bald. Toku, du hast anscheinend das Abenteuerherz deiner Mutter geerbt. Sicher ist sie stolz auf das, was du schon für die Geister getan hast, aber es gibt noch mehr zu tun. Enriel, ich denke, du bist in guten Händen. Toku wird dir helfen, er bringt dich sicher zu den Truhen. Ihr müsst euch beeilen. Denn wenn ihr in der Lage wart, mich zu finden, wird es auch Balasar bald gelingen. Viel Glück euch beiden. Kommt wieder, sobald ihr die erste Truhe entdeckt habt. Gut. Da unten müssen wir hin. Da gehen wir am besten hier. Von hier, ne? Wenn wir da überhaupt einen Zugang finden. Wir machen das mal. Wir schauen einfach mal. Ah! Toku kommt nicht hoch. Jetzt muss ich erstmal den Weg finden. Genau, hier habe ich geschlafen. Nee, da habe ich nicht geschlafen. Hau ab! Nein, hau ab! Lass Toku in Ruhe. Ich muss oben lang. Wir müssen nach oben. Nein, die essen wir jetzt nicht. Auch wenn er süß aussieht, wenn er isst, aber die essen wir jetzt nicht. Genau, wir müssen hier oben lang. Bin ich richtig? Das Feuer, brauchen wir, um das hier zu verbrennen, das Holz. Kann ich die eigentlich auch damit... Oh, super. Das Feuer hilft uns. Okay, wir gehen hier durch. Wir betreten einen neuen Ort, den haben wir noch nicht erkundet. Schauen wir mal. Was ist das? Ziehen? Was war das jetzt? Ich spring da jetzt einfach mal rein, ne? Oh, da brennt das Feuer wieder. Das brauchen wir. Hier ist noch mehr Feuer. Okay, hier gibt es jetzt verschiedene Wege. Also ich kenne den Weg ja noch nicht. Passiert hier. Aber wir müssen ja nach rechts, ne? Obwohl. Halt, stopp. Wie kann ich da was rauflegen? Ach, wie gemein. Ich dachte, ich kann da so durch. Naja. Versuch's war es wert. Ah! Was ist das denn? Okay, anscheinend müssen wir da durch, aber ich nehme mal den Stein mit. Den brauchen wir auf jeden Fall für die Plattform. Genau, roll mal hoch.
Wir kommen hinterher. Kopfball. Oh Mann. Moment. Ach Mann, du sollst da drauf bleiben. Nein. Ach Mann, ich mach zu viel Wind. So, jetzt. Ich kann mal gucken, was hier drin ist. Wir schauen einfach mal, was uns hier erwartet. Okay, was haben wir hier? Ah, okay. Glückwunsch, du besitzt jetzt die Kraft Wirbel. Okay, wir haben hier wieder so eine Art neuen Schrein entdeckt. Und jetzt haben wir eine neue Kraft erhalten. Wirbel. Halte... Ach, ich muss die rechte Maustaste. Halte rechts gedrückt und zeichne einen Kreis. Lasse die Taste dann los, um einen Wirbel zu erzeugen. Setze den Wirbel in der Nähe von Objekten in der Luft ein, um sie schweben zu lassen. Versuche, ihnen einen Windstoß zu versetzen, während sie schweben. Heißt? Interessant. Ah. Ich mach Musik. Komm her. Komm her. Ah, ich verstehe. Cool. Die Fähigkeit gefällt mir. Oh, das ist ein Gegner. Haben wir erschrocken. Ich habe ihn gar nicht als Gegner erkannt. Ja, ich esse die. Was, seht ihr ihn gar nicht? Ah, doch, ein bisschen. Klatsch. Ja. Aber ich glaube, hier bin ich ein bisschen... Naja, falsch nicht, aber... Ich muss eigentlich nach rechts, weil... Bringt ja nichts. Wir wollen ja irgendwie dahin. Soll ich den jetzt mitnehmen? Oh, das ist eine Eule. Okay, wir müssen hier lang. Gut. Ich dachte, ich komme da wieder raus. Ih, hau ab. Okay, ich muss hier irgendwie rauskommen. Toku, wo kommen wir da runter? Da müssen wir irgendwie runterkommen, ne? Hier ist ein Stein, mit dem muss ich irgendwas machen können. Und hier können wir hier irgendwas machen? Hm, wie kommen wir hier nach unten?
Tja, das finden wir wahrscheinlich beim nächsten Part heraus. Jedenfalls müssen wir hier nach unten. Wie wir hier auch irgendwie sehen können, weil da komme ich nicht mehr hoch. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir suchen die Truhe von Deo, um seine Erinnerung zurückzuholen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Ich sage tschüss, eure Inori.